Einen schönen guten Abend. Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem neuen Let's Play mit intensiver Atmung. Oh, war das ein grausamer, grausamer. Eigentlich war es ein sehr schöner Tag. Ich musste viel tun. Wir haben eine Treppe zerlegt mit einem Presslufthammer. Yay. Da ich jetzt, also Anbetracht des Geräusches, das ich den ganzen Tag so im Ohr hatte, dachte ich mal, wir machen mal ein bisschen andere Musik und gönnen uns mal öfter was Neues. So. Ein bisschen ausräumen. So, weil. Wir haben ja jetzt beim letzten Mal hier diesen wunderschönen, wunderschönen Umbau hier vorgenommen. Und hier fehlen erstmal Treppen, also fangen wir erstmal mit Treppen an. Und wenn wir Treppen haben, dann geht's gleich weiter mit anderen schönen Dingen, die denn keine Treppen sind. Nein, Treppen sind immer wunderschön. Aber neben der Treppe gibt es auch noch andere Dinge, die wunderschön sind. Zum Beispiel die Musik, die wir gerade hören. Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen und umgehört und habe eine wunderschöne Musiksammlung entdeckt. Und eben diese benutze ich jetzt. Ja, ja. Audionautics.com wird auch von anderen Let's Playern verwendet. Auch in der Gronk. Im Gronk-Umfeld sehr beliebt. Gronk selber spielt ja mit mit anderer Spielemusik. Aber ich fürchte, dafür hat er auch eine Erlaubnis bekommen von den Herstellern, weil die sehen das als Werbung. Und mit unserem kleinen Familien-Let's Play hier glaube ich nicht, dass wir... Naja, das Anrecht ist jetzt auch übertrieben. Anrecht ist ein ganz doofes Wort, glaube ich, in dem Zusammenhang. Also die Möglichkeit hätten, das ähnlich zu verfahren, ähnlich zu machen. Und da wir... Da das einfach mal nicht möglich sein wird, habe ich mich dafür entschieden, eine freie Variante mal wieder zu wählen, aber eine, die jetzt permanent laufen wird. Ich werde die Sammlung auch noch ein bisschen erweitern, sodass wir nicht immer die ewig gleichen 5 Lieder hören müssen. Habe aktuell, glaube ich, irgendwas um die 3 Stunden da drin. Schöne Musik. Vielleicht auch nicht so schön. Mal gucken. Das müssen wir jetzt mal austesten, so in den nächsten Tagen und Wochen. Ob wir die immer haben wollen oder ob wir da vielleicht nochmal was dran ändern. Auf jeden Fall, ja, hätten wir die Möglichkeit halt genau so etwas dann auch zu tun, was alle anderen tun. So eine feste Playlist. Können wir uns alle wieder über Lieder freuen, wenn sie mal wieder auftauchen. Und wenn sie ständig auftauchen, können wir uns auch darüber ärgern, dass sie ständig auftauchen. So. Da hat man ja gesagt, das wollen wir hier so ein bisschen Schachbrettmuster-mäßig ausfüllen, das Ganze. Ja, der war falsch. So, hier hinter ist nämlich auch noch einer. So. Dann können wir nämlich jetzt erstmal hier unser Kämmerlein ein bisschen erleuchten. Weiterhin muss ich noch ausführen, dass es halt noch nicht fertig ist hier oben. Das wird dann nochmal richtig gebaut. Ich kann ja sogar noch behaupten, ich antworte sogar auf Kommentare. Und ein Kommentar, der mich erreichte, hat mich nachdenklich gemacht, ob das ja nicht vielleicht doch der bessere Weg wäre, der mir dort vorgeschlagen wurde. Und naja, um einfach mal zu zeigen, dass Kommentare helfen, dass ihr nicht immer alles so ertragen müsst, wie ihr es serviert bekommt. Ja, werde ich einem dieser Kommentare jetzt folgen. Ihr könnt ja dann mal nachgucken und nachvollziehen, welcher es denn war. Ach, schöne, spannende Musik eigentlich.
So, aber davon abgesehen, wir hatten ja hier noch was vor. Hier sollte ja noch etwas geschehen. Und genau darum kümmern wir uns jetzt als nächstes erstmal. Weil ich wollte ja hier nach unten so einen Weg bauen. Das fängt an zu schiffen im Spiel. Jetzt gleich mit der Musik nicht mehr so schön, ne? Muss man die eigentlich lauter machen. Ja, außerdem darf ich heute nicht ganz so viel aufnehmen. Ich habe auch eine weitere Sache mir abgucken wollen, also will ich mir abgucken. Mal sehen, wann ich sie dann am Start habe. Habe ich auch in einem anderen Let's Play gesehen. Fand die Idee ziemlich cool. Und dachte mir, ach, dann setze ich das auch einfach mal genauso um. Weil, wie schon Konfuzius sagte, die Kopie ist das höchste Lob. Nein, eigentlich nicht. Ach, keine Ahnung. Ich habe damit auch rumexperimentiert. Das hat aber nicht funktioniert. Und, also, beziehungsweise ich experimentierte mit dem, was ich da machen möchte, bereits einmal in der Vergangenheit. Vergangenheit ist das, was vorbei ist, ne? Ja, doch, so war das. Gleich machen. So. Auch noch hochbauen. Schön. Und hier geht's runter in eine höhlenartige Formation, wie das Geräusch uns auch ankündigen möchte. Und weil es so schön ist mit der Geräusche, freuen wir uns alle mal kräftig darüber, dass sie existieren. Und folgen gleich dem Weg, der kein leichter sein wird. Ich sag das mal nicht. Sonst muss ich wieder einen Euro ins Phrasenschwein werfen. Wäre echt unfair, oder? Also ich finde das ganz, ganz außerordentlich unfair, wenn ich das wieder machen müsste. Jo. Und dann wurde mir auch noch gesagt, Let's Play, also wie war das? Spielen kann ich selber und Musik hören auch. Also laber gefälligst. Hui. Ah, hier sind wir. Oh, ist eigentlich auch hübsch hier, ne? Ja, können wir hier nochmal aufmachen. Also hier sind sechs. Erstmal so lassen. War da noch Kohle? Ja, da war noch Kohle. Müssen wir da noch mal hinschwimmen. Ich glaube, Werkzeug habe ich auch noch bei. Das hatte ich beim letzten Mal hergestellt. Müssen wir gleich mal nachgucken. Sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So. Hier noch ein Fettelchen ran. Ja, und hier geht es erstmal runter, aber noch nicht irgendwo, also noch nirgendwo hin. Aber auf jeden Fall schon mal runter. Runter, runter. So, und das können wir nicht rausreißen, weil das muss auf der Höhe bleiben. Ich muss mir jetzt noch eins runtergehen, aber dann wäre es. Naja, dann bleibt das hier ein bisschen enger, ne? Verstehen wir ja auch, ne? Bisschen eng verstehen wir alle. Oh, schön, wie das Wasser sich hier noch korrigieren kann. Schön, wenn Wasser sowas mal tut. Wenn ich mit World Edit dran muss, weil der Rotz wieder komplett aus den Fugen geraten ist. Also Wasser und Minecraft sind auch so zwei Welten, die sich nicht unbedingt bedingen. Unbedingt bedingen. Eine gar herrliche Formulierung wieder gefunden. Ich muss aufpassen, sonst wird das Phrasenschwein echt noch fett. Tja, und Themen neben Presslufthämmern. Also Presslufthammer ist schon cool. Hattet ihr auch schon mal einen Presslufthammer? Das ist jetzt nicht sowas, was jeder in der Garage rumstehen hat, aber sollte man wahrscheinlich. Ach, bis auf, dass mir der ganze Körper eigentlich wehtut, war es doch mal eine Erfahrung.
Und jetzt kommt die echt gute Aussage. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst um meine filigranen Informatikerhände, aber irgendwie scheine ich es dann doch überlebt zu haben. Oh, ist schön hier mit dem Seechen. Ist auch schön tief und hier fließt er sogar noch ab. Und dann können wir hier noch einen schönen Wasserlauf irgendwie durchzimmern. Würde ich mal sagen. Und den Kies hier nehmen wir auch nochmal mit. Wir fangen aber erstmal hier so an. Hier ein wenig zu ernten, weil wir müssen ja noch Wege bauen. Ne? Wir müssen ganz, ganz, ganz viel Weg noch bauen. Und da wir so viel Weg bauen sollen, müssen, könnten, denke ich mal, wird so eine Schippe voll Kies nicht die verkehrteste Idee sein, die man so haben könnte. Ach, das hier nervt alles. So, warte mal, dann machen wir den hier mal. Nee. Ach, nehme ich da Cleanstone? Nee, ich nehme Kappe. Dann können wir die erstmal stacken. Genau. Zack, zack. Ach, jetzt müssen wir hier wieder. Bzzz. So. Jetzt fließt es ab. Jap. Sehr schön. Ja, aber ich werde jetzt erstmal noch nicht verraten, was wir dann vorhaben, damit ihr nicht auf die Folge wartet, in der das dann passiert, wenn ihr euch darauf freuen würdet. Deswegen werde ich das ganz kurz, bevor es losgeht, ankündigen, genau an dieser Stelle schneiden und dann habe ich einen coolen Spoiler generiert. Wir müssen uns ja hier weiter professionalisieren, ne? Ohne dem geht das ja nicht mehr. So, jetzt haben wir hier auch eine schöne Kammer. Und ja, wenn wir mal irgendwann hier Zeug farmen wollen, können wir es hier unten sehr gut tun. Hier sollte auch erstmal nichts spawnen in unseren Katakomben. Ah, hier ist auch noch ein großes Gravelfeld. Ein großes Feld. Okay. War ich das, oder? Versucht da irgendwie ein Zombie Amok zu laufen. Jo. Das ging einfach mal ins Nichts. Dieser Sprung, das muss ich hier noch anders bauen. Ich muss mir hier noch was Vernünftiges überlegen. Also auf jeden Fall haben wir hier erstmal eine Treppe runter. Das ist schon mal gut. Wir kommen da oben in unsere Kammer. Das ist auch gut beleuchtet eigentlich. Und hier drüben kommen wir ja auch schon hin. Das ist noch nicht ganz so gut beleuchtet. Können wir da hinten nochmal was reinbauen. Und ja, hier können wir schon rausgucken. Das ist super. Aber nichtsdestotrotz könnte es noch superer sein. Deswegen nehmen wir hier mal noch ein bisschen Wand raus. Und ich sollte eigentlich auch mein Diakram mit hier rübernehmen, wenn ich so viel bauen will. Ja, ich habe ja gesagt, wir wollen hier so Neuanfang simulieren und wir machen alles neu und anders. Aber ehrlich gesagt möchte ich jetzt auch langsam mal ein paar Ergebnisse haben. Weil wir sind jetzt hier schon 3 Zeitstunden. Wie viele Folgen habe ich von hier aus gemacht? 2 oder 3 Aufnahmen habe ich gemacht. Es sind mehrere Zeitstunden einfach schon ins Land gegangen, in denen jetzt, bis auf genau das, was ihr jetzt wieder seht. Wir hauen mal ein bisschen Stein aus der Wand. Nicht viel passiert. Witter. Cool. Nicht viel passiert ist und um die Sache für euch auch spannender zu gestalten, denke ich mal, sollten wir uns die Werkzeuge, die wir uns so mühsam in den ersten 100 Folgen erarbeitet haben, auch einfach mal weiter benutzen. Außerdem müssen wir enchanten gehen. Ich muss vor allem mir dieses Enchanting-Mod, welches Gronkh benutzt, drauf machen, weil es wäre schon cooler, vorher zu wissen, was passiert. Ich dachte ja immer, es wäre cooler, nicht zu wissen, was passiert. Und dann freut man sich so ein bisschen, aber das einfache Umenchanten da, was mit diesem Plugin, was er da benutzt, möglich ist, das ist schon, ja, es ist zumindest okay. Und das Ganze mit dem Amboss zu bewerkstelligen, ist jetzt doch schon eher hardcore.
Vor allem, wenn man, so wie ich, in so wenigen Zeitfenstern da unterwegs ist und da drin spielen möchte, ist das doch ein wenig hart. Nicht zu sagen, dass es saugt. Die Hölle! Hui! Wer bist denn du? Ach, da können wir gleich mal hingehen. So, machen wir hier erstmal zu. Ja, hier. Scheiß Blödsinn. Brauchen wir alles nicht. Ja, machen wir alles Stein hier. Können sie uns hier oben auf die Hütte voll spawnen. Können sich Cola-Keks freuen, genauso wie ich das gerade tue. So, und das sind drei und das sieht eigentlich ganz cool aus, wenn man das so macht. Genau. Ja, da müssen wir gleich runter. Bei den Zombie-König da unten möchte ich erwischen. Glaube ich. Also wahrscheinlich, wenn ich unten angekommen bin, will ich das genau das nicht mehr. Och, hat der schön gezappelt. So, und wieder. Cleanstone verschwendet. Naja, das können wir doch. Das ist ein bisschen übersteuert sogar schon, ne? Ich höre es gerade in meinen Kopfhörern ein wenig flackern. Also so machen. Ja, Zombie-König. Ach, ich konnte ja noch was vom Wolf erzählen. Was erzähle ich denn vom Wolf? Da gab es einen Peter. Nein, 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 nein. Ich muss echt aufpassen. Das Phrasenschwein. Das ist immer hinter euch. Das Phrasenschwein. So, jetzt habe ich hier ganz viele Fackel. Ach nee, ich habe nicht mal... Kohle habe ich ein bisschen, aber der Rest fehlt. Oh, ey, was da unten wieder los ist. Das heißt doch eigentlich auch, dass wir hier einen Eingang machen müssten, hier so nach unten raus. Aber so langsam kann sich's doch hier bei uns durchaus ansatzweise ein bisschen sehen lassen. Nö? Sag doch auch mal was dazu. Ja, du! Schreib's in die Kommentare. Ach nee, was für ein Blödsinn. Ja. Es hüllt wieder vor der Tür. Wir brauchen Holz, wir brauchen alles Mögliche, ey. Das ist einfach nicht mehr feierlich, was wir alles brauchen. Jetzt ist diese Kiste hier auch schon wieder voll. Och, und die Musik taucht auch mal wieder auf aus dem Hintergrund. Ist das nicht schön? Schöne Musik. Dass das Wetter auch immer so laut sein muss, ne? Das ist echt unglaublich. So, den nehmen wir nochmal raus. Den... Eigentlich reicht das, was wir haben am Werkzeug, um bis drüben zu laufen, ne? Ich könnte jetzt schon mit dem Weg anfangen, aber es wäre jetzt auch etwas übertrieben. Und ja, der Spawnpunkt ist irgendwo genau in die Richtung. Da müssen wir eigentlich hier hinten raus und dann eine coole Brücke rüber zum anderen Werk schlagen. Naja, mal gucken. Das ist wahrscheinlich auch noch Macht, oder? Vorsichtig. Das hier war zwar eine geckige Idee, aber so richtig durchgucken kann man nicht. Hm. Ach, da ist er. Na, kommen Sie rin. Kommen Sie rin ins Warme. Ja. Mein Freund. Mein Lieblingsschwert mit Rückstoß. Ich habe es wieder. Ich kann mich immer noch nicht genug darüber freuen. So. Inzwischen ist gleich wieder von oben. Tja, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. In diesem Sinne sehen wir uns mal einfach. Ja, bleibt da drin. Oh, das ist hier schön. Hier hätte ich auch Sand schaufeln können. Ich habe es aber anders gemacht. So, jetzt gehen wir hier mal um den Berg ein wenig rum, rum die Bumm. Ach ja, hier ist ja das elendig tiefe Loch.